Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich werde dieses Spiel vermutlich in diesem Part abschließen, was ich sehr, sehr schade finde, weil das war wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Vielleicht hänge ich noch ein Part hinten dran, indem ich versuche, diese wundervolle, famose Bildkarte am Ende hier, diese 2, 3, 4, 5, 6 Bildkarten, 7 Bildkarten fehlen mir noch. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie noch alle finde. Ich hoffe es aber auf jeden Fall, denn ich würde diese Bildkarte wirklich sehr gerne noch freischalten. Jetzt müssen wir uns aber erneut dem Kampf gegen Lord Voldemort stellen, beziehungsweise Quirrell. Die letzten zwei, drei Male bin ich, glaube ich, ziemlich, ja, habe ich mich nicht so schlau angestellt, muss ich sagen. Dieses Mal werde ich das aber hoffentlich anders machen, und zwar, ja. Anders auf jeden Fall. Leider kann man diese Sequenz aber immer noch nicht überspringen. Das heißt, ihr müsst ihr euch wohl oder übel nochmal ansehen und hoffen, dass ich nicht nochmal sterbe. Es ist gerade ziemlich laut für mich. Gib mir den Stein. Niemals. Lass mich zu ihm sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Also auch ein neues. Nicht entkommen. Ach ja, ich hätte ja hier anfangen sollen, ne? Wackelnden Säulen anwenden. Flipendo. Scheiße, daneben. Mist. Ja, komm, du triffst mich. Ich muss darauf aufpassen. Auf diesen Zauber, den er da verwendet, der irgendwie so hinter mir her dingsen kann. Komm, komm, noch ein Stück, komm, noch ein Stück. Ja, wollte sehr gut. Bams. Töte ihn! Töte ihn! Ja, versuch's doch, versuch's doch. Komm, 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 sei lieb. Sei liebes Voldemort. Ich werde mich hüten. Ich habe jetzt übrigens auch herausgefunden, dadurch, dass ich mir das ein oder andere Let's Play angeguckt habe. Mein Wortschatz ist riesig heute. Habe ich dann festgestellt, was ich damals falsch gemacht habe. Es tut mir leid, ich muss ganz kurz den Sound leiser stellen. Das ist irre laut für mich gerade. So, es kann weitergehen. Ja, na, es ist schon angenehmer. Ja, würdest du vielleicht auch irgendwann mal aufhören mit deinen Gzz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 
Mann! Merkt ihr es? Ich reg mich schon wieder auf. Es hat irgendwie kaum... Ey, warum steht der nicht dahinter? Hallo, stell dich hinter die Säule. Stell dich hinter die verkackte Säule. Ach, muss ich das Ding im richtigen Moment treffen, oder was? Mein Gott. Das ist doch ätzend. Und ob ich entkommen kann. Mann. Nö, will ich aber nicht. Will ich nicht. Mein ich. So. Eine verdammte Säule noch und dann ist gut. Aber er steht noch nicht da, wo er stehen sollte, ne? Jetzt steht er da. Haha. Jetzt muss ich ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Nein, ruhig. Ah! Bist du denn wahnsinnig? Komm schon! Nö, will ich aber nicht. Das ist meiner. Den hab ich von dem Spiegel bekommen. Ah, es verfolgt, es verfolgt, es verfolgt. Mein Gott, es tut mir leid, ich rede gerade nicht viel, ich weiß, immer noch, aber es ist so... Oh, ich könnte es schaffen, ich könnte es schaffen, ehrlich. Jetzt ist schon wieder dieses scheiß Verfolgeding. Nein, 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 nein. Und ich renne auch immer genau auf ihn zu, merkt ihr? Irgendwie ist es nicht so schlau, muss ich zugeben. Stirb. Okay, einmal noch treffen, das schaffe ich, das schaffe ich. Das schaffe ich. So, jetzt kommt wieder dieses Verfolgedingsbums. Da muss ich gut abhauen vor, du. Nein, lass mich, lass mich, lass mich. So, jetzt, 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 jetzt. Oh, Baby, ich hab's geschafft. Hui. Ich hoffe, das gehörte zur Sequenz. Ja, das gehört. Mein Gott. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste irgendwas ausweichen und wäre schon wieder gestorben. Dumbledore lächelte. Was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß die ganze Schule davon, sagte er. Der Stein wurde zerstört. Aber Harry meinte, dass Voldemort möglicherweise versuchen würde, auf einem anderen Weg zurückzukommen. Dumbledore nickte. Fürchtete dies. Wie auch immer, Harry. Vielleicht haben wir seine Rückkehr an die Macht nur hinausgezögert. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es auch nie mehr, wieder an die Macht zu gelangen. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Die große Halle war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt. Denn sie hatten in diesem Jahr den Hauspokal gewonnen. Als Harry hereinkam, trat plötzlich Schweigen ein. Er setzte sich zwischen Ron und Hermine und versuchte, die Schüler nicht zu beachten, die ihn alle anstarrten. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Im Moment scheint es, als hätte Slytherin die meisten Punkte, erklärte Dumbledore. Vom Tisch der Slytherins brach ein Sturm aus Jubelrufen und Fußgetrappel los. Ich möchte jedoch Mr. Harry Potter für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte geben, sagte Dumbledore. An Harrys Tisch brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Aufgrund der zusätzlichen Punkte hatte Gryffindor den Hauspokal gewonnen. Es war der schönste Abend in Harrys Leben. Schöner noch, als im Quidditch zu siegen oder Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. Niemals würde er diesen Abend vergessen.
Was kommt denn jetzt noch? Oha, das, was die ganze Zeit vorbereitet haben. Einfach Sinn. Ja. Das habe ich ja jetzt auch noch vor. Oh je, der Abspann. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt von Scheiße. Och nö. Och nö. Heißt das, man kann... Ach Mann, ich dachte, man kann nach dem Spiel auch nochmal... Ach schade. Okay, ja, dann muss ich das anders machen. Dann, hey, 317 Hauspunkte. Way, um 3 Punkte haben wir... Nein, 2 Punkte haben wir, Slytherin geschlagen. Also, ja, egal. Gucken wir uns das einfach nochmal kurz an. Weil ich habe meine 20 Minuten eh noch nicht voll. Glaube ich zumindest. Ey. Nee, noch nicht ganz. Aber ich finde es schade. Ich gucke mal, ob ich da dann wirklich noch ein paar Stunden dranhängen kann, wo ich versuche, diese geheime Bildkarte freizuschalten. Weil das würde mich wirklich, wirklich interessieren, was das jetzt für eine Karte ist. Der arme Snape. Ja. Ja. Fred und George sind einfach die coolsten. Die coolsten ever. Ja. Dann gucken wir uns einfach mal den Abspann noch an. Einfach weil wir es können. Und abschließende Worte. Ich danke euch wirklich, wirklich sehr, dass ihr euch dieses Let's Play hier bis zum Schluss angeguckt habt. Ich hoffe wirklich, es hat euch so gefallen wie mir. Ich fand es wirklich unglaublich episch, das Ganze nochmal durchzuspielen. Ich habe es halt in Kindertagen wirklich gespielt und ich muss zugeben, dass da wirklich jetzt schon schwierige Stellen dabei waren, gerade jetzt zum Schluss. Aber es hat wirklich unglaublichen Spaß gemacht. Die Grafik ist natürlich, ja, es ist ein sehr altes Spiel. Der Sound war dementsprechend und das... Die Steuerung, also die Physics in dem Spiel, das ist so einfach, das ist halt 2001, ja, aber es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall die anderen Parts auch noch Let's Playen, das ist überhaupt keine Frage. Ich werde dann einfach versuchen, irgendwie ein anderes Aufnahmeprogramm zu benutzen, außer Fraps, weil Fraps will ja irgendwie das Bild nicht mit aufnehmen und... Irgendwas, ach ja, die Tatsache, dass man bei diesem Spiel die Filmszenen nicht überspringen kann, selbst wenn man sie schon zum 50. Mal gesehen hat, das finde ich so ein bisschen, ja, das hätten sie noch ändern sollen wahrscheinlich, weil es ist einfach nervig, wenn man irgendwie ständig am Sterben ist, sich sowieso schon aufregt und sich dann jedes Mal diese Sequenzen da nochmal angucken muss, ist für mich persönlich auch auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Aber ansonsten... Ich finde es halt auch schade, dass die Spiele alle so kurz sind. Man hätte da wirklich noch ein bisschen mehr machen können. Man hat viele Sachen aus den Büchern auch einfach komplett ausgelassen. Das war jetzt natürlich eine sehr, sehr komprimierte Form der Geschichte. Und genauso ist es halt in den anderen Spielen auch. Es ist immer nur eine sehr, sehr komprimierte Form. Wenn man jetzt nur die Spiele spielen würde, ist es genauso wie mit den Filmen. Wenn man nur die Filme sehen würde, würde man die Welt von Harry Potter einfach gar nicht verstehen. Das glaube ich zumindest. Es ist wie so dieses, die Verfilmungen der Bücher, die waren einfach teilweise, es ist schön, das zu sehen. Und ich liebe die Harry Potter Filme, wirklich, ich liebe sie. Aber manches ist einfach so, manches ist einfach Mist. Da bin ich mir sicher, dass einige von euch mir auch zustimmen würden. Wenn man nur die Filme sieht, kann man die Zusammenhänge teilweise wirklich nicht verstehen.
Gerade im dritten Teil, das wäre so ein schönes Beispiel. Ich hoffe, der Abspann ist jetzt nicht vorbei. Ansonsten ist mir egal, ich laber euch einfach noch weiter zu. Gerade im dritten Teil, die Szene in der heulenden Hütte. Ist euch da nicht aufgefallen, dass da unglaublich viel fehlt? Zumal ich ja nun mal auch ein sehr, sehr großer Fan der Marauders bin. Habe natürlich auf diese Szene hingefiebert und habe gehofft, dass man da wirklich endlich mal so die Wahrheit erfährt. So diese Sache mit diesem unbrechbaren Schwur war das, glaube ich. Nein, es war kein unbrechbarer Schwur, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ging auf jeden Fall um das Versprechen, dass sie Sirius gesagt haben, wo sie sich verstecken. Und kurz bevor sie, also passt auf, falls ihr den dritten Teil noch nicht gelesen habt, das ist auf jeden Fall ein Spoiler. Ich bin mir sicher, dass ihr den alle schon gelesen habt, aber für den Fall, dass nicht ist, ist es auf jeden Fall jetzt ein Spoiler. Es wurde ja gesagt, dass Sirius damals wusste, wo James und Lily sich verstecken. Und solange er es nicht jemandem gesagt hat, waren diejenigen, für den, der sie gesucht hat, unsichtbar. Er hätte vor denen stehen können, er hätte sie nicht gesehen, wenn Sirius ihm nicht gesagt hätte, dass sie sich da befinden. Das Problem ist nur, Sirius war eine vertrauensvolle Person, klar. Aber James hat dann irgendwann entschieden, dass der Geheimniswahrer, stimmt, der Geheimniswahrer, das war das. Sirius war der Geheimniswahrer von dem Aufenthaltsort von Lily und James. Und Sirius hat aber, glaube ich, James kurz vor dem Tod der beiden noch überredet, Peter zum Geheimniswahrer zu machen. Peter Pettigrew. Und er war dann halt derjenige, der zu Voldemort gegangen ist und die beiden verraten hat. Und Sirius war natürlich derjenige, der dann unter Verdacht stand, die beiden verraten zu haben. Wollte Pettigrew halt zur Rede stellen, weil er wusste, dass Pettigrew derjenige war, der die beiden verraten hat. Und dadurch kam es ja zu dieser Szene, wo die Straße einfach gesprengt wurde, Muggel getötet wurden und Sirius dann in Azkaban gelandet ist. Aber das ist so eine Szene, die ist einfach... Die ist wichtig, die ist essentiell. Diese Geheimniswahrer-Geschichte, das war so ein großer Teil einfach dieses Geheimnisses, dieses... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, mir fehlen so ein bisschen die Worte, aber es war doch ultra wichtig auch einfach. Und auch diese ganze Sache mit den Rumtreibern und dass Sirius und James und Peter, dass die Animagi wurden, damit sie Lupin einfach durch diese Lykanthropie helfen konnten. Das war doch einfach was essentiell Wichtiges, was auch viel über Sirius und vor allem viel über Harrys Vater auch erzählt hat. Und es ist einfach in den Filmen überhaupt nicht aufgetaucht. Es gibt so viele essentielle Sachen, die in den Filmen nicht aufgetaucht sind. Wo ich mir dann einfach auch denke, warum? Der Abspann läuft jetzt schon zum dritten Mal durch. Ich habe gerade nämlich gemerkt, dass der Abspann immer und immer wieder läuft. Ist mir jetzt egal. Aber um einfach mal wieder davon abzukommen, es war ein wunderschönes Spiel. Es sind allgemein wunderschöne Spiele und ich freue mich über jeden, der mit mir dann an unserem Teil dieser Kindheit teilhaben möchte und teil hat. Ich freue mich über jeden, der sich meine Spiele anguckt, der sich meine Let's Plays anguckt und der so ein bisschen mit in Erinnerungen schwelgen kann. Und ich hoffe wirklich, dass euch diese Pottermore-Seite gefällt. Ich werde die auch hier nochmal unten verlinken und schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich werde die auch noch vorstellen en Detail und würde mich freuen, wenn ich einige von euch da wiedersehen würde. Und ja, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und das ist das erste Spiel auf meinem Kanal, das ich wirklich durchgespielt habe. Mann, das ist schon echt was Besonderes, finde ich. Und ja, seid gespannt auf den zweiten Teil. Es wird demnächst auf jeden Fall damit weitergehen. Lasst doch auch bei dem Video noch ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall Kommentare schreiben. Ich bin so mega gespannt, wie euch diese Reihe gefallen hat und ob ihr wollt, dass es einfach direkt mit der zweiten weitergeht oder wollt ihr vielleicht erstmal die anderen Let's Plays weitersehen oder... Ich weiß es ja halt nicht. Lasst mir einfach eure Meinung in den Kommentaren da. Abonniert auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann werdet ihr nämlich auf dem Laufenden gehalten, was meine Videos angeht. Und wie gesagt, schaut bei Pottermore vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Nochmals vielen, vielen Dank für eure Treue und für euer Durchhaltevermögen. Und wir sehen uns dann beim zweiten Teil. Bis dahin. Tschüss.